So, und damit auch hier ein freundliches Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir stehen kurz vom nächsten Update. Beziehungsweise nächstes Update ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder untertrieben eher. Wir stehen vor dem nächsten Add-on. Jupp, das ist nicht mehr weit weg. Jetzt gucke ich gerade mal. Genau. Wir wollen ja jetzt zur stehenden Bruderschaft, hatten wir ja gesagt. Fand ich ganz lustig, die letzten Kommentare letzte Woche von wegen so, hey, du kannst ja mit so viel Drogen dann nicht bei denen aufschlagen. Wo ich dann ja sagte von wegen, hey, ich bringe halt einfach nur Gastgeschenke mit. Macht mehr so, wenn man irgendwo zu Besuch kommt, bringt man ein Geschenk mit. Und da die von der stehenden Bruderschaft ja sowieso meist ein bisschen trocken und verklemmt passt nicht so richtig, das wäre das falsche Wort. Also eher so, depressiv sind, ja, so ein bisschen depressiv wirken, ja. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir da irgendwas mitbringen, was so ein bisschen die Stimmung aufhält bei denen. Vielleicht werden sie dann auch ein bisschen locker. Entschuldigung, werden sie ein bisschen lockerer. Und sehen es mit den Ghulen und Supermutanten nicht mehr ganz so eng, weil die wollen ja nicht nur die wilden Ghule, die böse sind, sondern auch die normalen Ghule ja eigentlich auch platt machen. Und eigentlich alles sowieso alles anders ist als sie selbst, wollen sie ja sowieso platt machen. Denn die Stelle der Bruderschaft ist nicht immer gut. Ja, das muss man ja auch wissen an der Stelle. Wenn die irgendwie rekrutieren, das wird bei Brotherhood of Steel, bei dem Fallout-Teil wird das sehr, sehr gut dargestellt. Wenn die irgendwo hinfahren mit ihren riesigen Truppen und dann in irgendwelche Dörfer, wo Wilde leben und so, das dann zwangsrekrutieren, ist schon nicht ohne. Und wenn dann noch einer die Rekrutierung überlebt, dann ist natürlich noch besser. Jetzt weiß ich nicht, warum ich da unbedingt reingehen soll. Diesen Bug kenne ich eigentlich nur von früher. Gucken wir mal, ob das gleich noch immer macht. Oh nein. Oder? Ist das da hinten? Ja, doch, anscheinend hat es geholfen. Gut. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Na gut, wir könnten hier straight runterjumpen, das ist jetzt kein Thema. Was hat Nick denn? Ich wette, Nick ist gesprungen. Warte, mach auch mal. So, ist ja nichts Schlimmes, wir können das ja alles. Mal auf die Karte gucken. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ach, da hinten, hier zum Polizeirevier. Puh, dann machen wir schnell Reise. So lange möchte ich jetzt nicht warten. Wir haben ja nicht so viel Zeit, weil ich jetzt heute schon so ein bisschen ausgepowert bin. Aber immerhin doch schon lange Tag hinter mir. Viel von die gesamten Ausgaben, glaube ich. Also Skills unglaublich überwältigend. Größerer Schaden in der Nacht. Puh, weiß nicht, ob man das noch braucht. Ah, eher nicht so wichtig, oder? Bin ja mal gespannt, wie krass, megamäßig heftig wir unseren Killer-Roboter noch ausbauen können. Beziehungsweise, wie das dann aussieht, wenn wir die ganze Armee davon voll haben. Hoffentlich halten wir uns nicht für Kohle. Wer bist du denn? Paladin Dance wartet drinnen auf dich. Hi. Wenn es tot aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein Risiko eingehen? Ja, hast du nicht ganz unrecht, das stimmt schon. Wobei jede Kugel kann über Tod oder Leben entscheiden und manchmal fehlt mir dann genau diese eine einzige Kugel zum Schluss. Ne? Das ist ja auch noch die Möglichkeit. Schwierig. Oh, hallo Paladin Dance. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knaben. Ja, so sieht's aus. Dieses Schiff. Sowas habe ich noch nie gesehen. Beeindruckend, nicht wahr? Wir nennen sie die Prytwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Max. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg.
schätze, ältester Maxson will nicht unbedingt auf Diplomatie setzen. Die anderen Mächte im Commonwealth werden das sicher nicht als Zeichen des Friedens und des guten Willens. Na, richtig. Was denn? Hast du Probleme damit, die Tür einzutreten? Keine Sorge. Du wirst dich mit der Zeit schon an unsere Taktik gewöhnen. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwin jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff befinden. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Okay, dann mache ich mal eins, weil ich finde es irgendwie schön in den Sequenzen, wenn man meinen Kopf sieht. Weiß auch nicht warum. So. Gelehrte Halen, Dr. Quinlan hat gerade seine Ergebnisse über die Fundstellen von Artefakten übermittelt. Gut, wir überwachen den Bereich schon seit Monaten. Und langsam gehen mir die Orte aus, die ich untersuchen kann. Nun, offenbar ist Quinlan der Meinung, dass diese neuen Fundstellen garantierte Treffer sind. Gut, ich sorge dafür, dass wir sobald wie möglich jemanden dorthin schicken. Okay. Ja, mich war ganz interessant, diese Gespräche mitzuhören. Wer bist du? Egal wie viele Schlachten wir gewinnen, es wartet immer schon. Ja, so ist das, wenn man für die Bruderschaft kämpft. Vielleicht sollte man dann ein bisschen was überdenken. Wobei wir auf einem guten Weg sind, uns der Bruderschaft anzuschließen. Ich weiß gar nicht, so lange ist das, glaube ich, gar nicht mehr, bis dieser Punkt kommt im Spiel, wo man sich festlegen muss, für welche Seite man kämpfen möchte. So. Da ist er, unser höchsteigener, super cooler Wirt, bitte. Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens, Bruder. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das wirklich so weise war. Was auch immer ich gerade für Erfahrungspunkte bekomme, ich habe keinerlei Ahnung. Spiel ist irgendwie heute etwas seltsam, ich den Eindruck. Nun gut, dann, da hinten steht er schon, steigen wir auch mal ein. Ja. Das ist wirklich so. Okidoki. Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung. Ja, verständlich. Er wollte es vermeiden, nicht verhindern. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ob ich vielleicht eine Todeskralle sehe? Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man... Ja, das stimmt. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut spielen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Ja, richtig. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Ich wette, ältester Maxson wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Ich kann nur so viel sagen, eure Technologie ist meilenweit unterlegen. Auf eure Erfahrung bringt euch nichts und finden... Ich wünschte, jeder dort unten würde unsere Sachen unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen gesendet. Ja, das stimmt. Sie verstehen nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Kommen ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Ich weiß nicht. Zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Meinst du wirklich, die wollen alle auslöschen? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Pridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen uns auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Das sieht ja auch ganz interessant aus. Auch hier oben, ne, auf diesen Highways. Echt komisches Konzept. Aber ziemlich cool gemacht. Ne, ist doch niemand zu sehen. Das ist irgendwie so ein Obelisk. Ach stimmt, das ist glaube ich so eine Siedlung oder sowas. Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Hier ist nix. Bei diesem Schiff war ich noch nie. Das ist ja irgendwie... fliegt das ja. Ich weiß gar nicht, ich war der Meinung, in einem Teil, in einem Video, konnte man sehen, wie das fliegt. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ich dachte, damals in einem Trailer war das zu sehen. Naja. Vielleicht ist das, wenn man für eine der Fraktionen kämpft, für die ich bisher noch nicht gekämpft habe. Und ja, von euch, ein Großteil von euch hat ja schon gesagt, ihr würdet gerne sehen, wie man das mit der Bruderschaft hier schafft.
wie man das mit der Bruderschaft schafft. Spiel ist eine dumme Formulierung. Ich habe ja mit der Bruderschaft noch nicht gespielt. Ich habe ja das Institut als erstes gewählt bei meinem Durchgang. Das heißt, hätte ich eigentlich nichts dagegen, wenn wir das mit der Bruderschaft versuchen. Ein abgestürztes Flugzeug hier, der Rumpf und hier links eine Tragfläche mit Triebwerk zu sehen. Und hier dann dieser riesige Zeppelin. Ja, Zeppelin-Luftschiff. Ja, sieht schon ganz gut aus, ne? Da ist sie. Es ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal dort war. Echt? Okay, Soldat. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Cool, die Skyline, ne? Du bist bereit. Na, da bin ich ja mal gespannt, was sich dann alles ändern wird. Also bombastisch sieht es schon aus. Ne? Das muss man ihm wirklich zugestehen, den Leuten von der Bruderschaft. Das haben sie echt drauf, ne? Also, na gut, ist auch alles Vorkriegstechnologie, weil selbst haben sie ja nichts mehr drauf. Unten hier. So, Rotor ist aus. Ja, ich gehe mal davon aus. Kann ich jetzt aussteigen? Ach so, mit A. Okay. Ja, sieht man, das wird hier dann so schön nach oben weggeklappt. Und dann haben die hier Platz. Nicht so viele. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut. Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwalt gefördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Sehr schön. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Okay, was mache ich jetzt? So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Hast du eine Ahnung, ne? Das Äußere kann täuschen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jeden Rekruten persönlich begutachte, der an Bord dieses Schiffs kommt. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereitung... Immerhin habe ich 200 Jahre alte Kampftaktiken. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Okay. Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch. Okay. Bis Ältester Maxim dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Ja, das geht schon. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Warum? Bist du neidisch, weil du deinen abgeben musstest? Sehr geil. Ja, diese Unterhaltung hier sind gut. Diese Maschine sollte keinen freien Willen haben. Wir können übrigens hier alles mitnehmen. Man kann hier ordentlich plündern, was wahrlich von Vorteil ist. Ja, also man kann sich hier ordentlich eindecken dann halt, ne? Zumindest ein einziges Mal. Bis alles dann aufgebraucht ist und nirgendwo mehr etwas rumliegt. Ja, ja. So ist das dann, ne? Das Leben eines Plünderers. Ja, aber gut, wir brauchen die ganzen Sachen. Und wir brauchen sie dringender, als ihr sie braucht. Also, sage ich mir jetzt zumindest. Ich kann jetzt nicht reden. Maxen wird. Ja, ist ja okay. Chill mal ein bisschen, ey. Sind alle so verkrampft hier. So. Willkommen an Bord.
Ältester Maxon hält seine Ansprache. Tja, das ist in Ordnung, aber das werden wir uns beim nächsten Mal reinziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Mist.